Willkommen zurück zu Far Changing Tides. Und letztes Mal haben wir ein neues Upgrade bekommen, von dem ich noch nicht genau weiß, was es tut oder wie es funktioniert, aber ich schätze, es ist eine Art Rambock. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll, weil wir müssen hier durch und vorne hat sich was getan im Schiff, was das neu freigeschaltet wurde. Wo ich noch nicht mal genau weiß, was es tut. Ich wollte gerade nicht nachschieben, das war wahrscheinlich eine Verschwendung, aber nicht so schlimm. Wir haben gerade ehrlich gesagt ziemlich viel. Ich schätze mal, ich baue jetzt Energie auf und drücke da hier einen Knopf, der sich ausfährt und dann machen wir irgendwie, brechen wir da durch. Das ist, was ich jetzt vermute. Ob das stimmt, das sehen wir gleich. Wenn ich das Ding nochmal loslasse, ja, wir müssen mal die erste Aufnahmepause, also muss erst wieder auf Steuerung klarkommen. Lädt sich das Ding auf. Ich sehe es, ich sehe es. Abkühlen sollten wir trotzdem. Ich nehme an, das werden wir nicht allzu oft brauchen, weil das schon ziemlich aufwendig ist. Aber mal gucken. Ein, zwei Mal bestimmt. Kann ich jetzt? Irgendwie noch nicht so wirklich, ne? Jetzt kann ich, okay. Das war mal ein saftiger Overcharge, würde ich sagen. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt den Ofen mal nicht ausmachen können, weil hier es windet. Ein bisschen Brennstoff können wir so noch sparen, das ist gar nicht so schlecht. Und dann fahren wir erstmal das Segel aus. Ja, ich weiß nicht, ob wir diese Mechanik oft nutzen werden in diesem Spiel. Weil die ziemlich viel Zeit braucht, ne? Und es ist schwer, das vorzuplanen, weil so weit nach vorne kann ich nicht gucken. Dann segeln wir mal weiter. Die Pflanze möchte sicherlich auch wieder ein bisschen Sonne abbekommen. Ob das jetzt relevant ist oder nicht, Mann, das weiß ich nicht. So, danke. Einmal nachschieben können wir. Generell auffüllen, wenn nicht verkehrt. Kurz einen Blick auf die Umgebung werfen. So. Und solange wir Wind haben, sind wir auf einem guten Weg. Wir könnten jetzt auch tauchen, wenn wir wollten, ne? Aber das wäre ja doof, weil wenn wir Wind haben, ist es ja besser, einfach den Wind zu nutzen. Und ich will ehrlich gesagt immer nur dann tauchen, wenn es sein muss. Ich bin nicht so gerne unter Wasser. Lieber auf dem Wasser. Es wird Nacht. Ich sehe, glaube ich, in der Ferne schon wieder ein bisschen Struktur auftauchen. Da hinten ist zumindest ein kleiner Haufen. Vielleicht ist es auch nichts. Vielleicht haben wir eine ruhige Nachtfahrt vor uns. Ich würde nicht meckern. Weil kann ich nach vorne, ohne runterzufallen? So weit kann ich nach vorne, glaube ich. Mehr riskiere ich jetzt nicht mehr.
Was ist eine Qualle? Also generell, hier sind Quallen. Die sind hoffentlich kein Thema für uns. Ich gehe mal lieber nicht ins Wasser, könnte tödlich enden. Aber was soll ich da auch? Ich glaube, so auf dem offenen Meer werden wir auch nichts finden, auf dem Sonar. Da sieht man was, sieht Eis, auch die Eisschollen, aber ich bin mir nicht sicher. Und Wolken ziehen auch wieder auf, ich hoffe, es ist kein Sturm. Immer wieder kurz checken, ob das Sonar irgendwas sagt. Ich glaube, das macht immer noch ein Geräusch. Ich müsste es eigentlich hören, aber auch wenn ich gerade keine Materialien brauche, werde ich keine Materialien ignorieren. Weil wir nähern uns auf jeden Fall wieder Strukturen. Vielleicht eisigen Strukturen. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann abtauchen müsste oder abbremsen müsste. Das wird wahrscheinlich nie rechtzeitig passieren. Ich werde wahrscheinlich immer meistens irgendwo gegen knallen. Aber so ist es. Ein Sturm, ne? Da zieht auf jeden Fall ein Sturm auf. Okay, dann holen wir das Segel ein. Das sieht sehr nach Sturm aus. Ist ein bisschen früh vielleicht, aber lieber diesmal zu früh als wieder zu spät. Und eigentlich haben wir genug Brennmaterial. Also würde ich einfach sagen, wir geben ein bisschen Gas. Ist ja nicht undenkbar, dass wir hier drüber noch eine Suche durchbrechen müssen. Dann ist es vielleicht ganz versteckt, wenn ich so ein bisschen overcharge. Mal sehen, ne? Habe ich irgendwie den Hebel in die Hand genommen. War so natürlich nicht geplant. Muss ich hier tauchen? Irgendwann? Bin manchmal sehr unsicher. Das ist halt, manchmal würde ich mir echt wünschen, weiter nach vorne gucken zu können, weil das perspektivisch schwer zu planen ist, aber ich glaube schon alles okay, was ich hier tue. So eine Art Teleskop oder so. Wäre manchmal ganz praktisch. Oh. Die schieben wir beiseite. Aber danach werde ich mal kurz den Motor ausmachen, denn das Sonar zeigt mir an, dass unter uns was ist. Bisher ist noch kein Sturm aufgezogen, ne? Ich weiß, bisher habe ich also absolut Energie verschwendet. Hier unten sind Wale. Aber hier unten unter uns ist wohl was. Es ärgert mich ein bisschen, dass der Sturm anscheinend weiter weg ist, als ich dachte und ich jetzt absolut zu früh das Segel eingeholt habe. Aber hier unten ist was.
Das würde ich mir gerne schon schnappen. Hier ist sogar so einiges. Ich frage mich, ob das hier wie relevant ist. Moment, da unten ist was zum Anheben. Seht ihr das? So eine Bergungskiste wieder. Aber ich käme jetzt gerade noch gar nicht daran mit dem. Ist das eine Art optionaler Bereich hier? Weil ich hätte hier einfach weiterfahren können, ne? Halt! Du bist mitnehmbar. Wie komme ich denn daran? Da ist jetzt kein Haken oder keine Option, irgendwie das davor schon wegzumachen. Ich denke mal, hier hat es angefangen. Ich werde hier unten nichts mehr finden, aber ich schaue trotzdem mal kurz nach. Ne, hier ist nichts, dachte ich mir. Aber gucken ist immer besser als nicht gucken. Gut, also ich sehe jetzt, da ist was zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ich rankomme, weil da drüber ist ein Bereich, den ich nicht wegschieben kann. Das heißt, ich muss hier vielleicht irgendwas mit dem ganzen Apparat anfangen. Hier ist was, was ich verschieben könnte. Nur weiß ich nicht, was mir das bringen soll. Eine K Ah, Gewicht, okay. Rätsel gelöst. Dann können wir jetzt mit dem Haken noch ein bisschen extra gut ans Land ziehen. Oder ans Land nicht. Auf Matilda ziehen. Ich hoffe, wir sind nicht zu weit weg gerade. Ich bin gar nicht sicher, wo wir jetzt nochmal genau waren. Jo, ich bin offensichtlich nicht da aufgetaucht, wo Mathilda ist. Mathilda ist weiter vorne, okay. Aber das dürfte noch nah genug dran sein, ne? Ja, doch. Ich denke schon. Hier kommt auf jeden Fall ein Sturm. Ich werde auf jeden Fall auch nicht auf die Idee kommen, jetzt nochmal die Segel auszufahren. Ich hätte die Segel halt länger drin behalten können, aber ich dachte halt, sicher ist sicher. War ein bisschen übersicher und übervorsichtig, aber das ist nicht so schlimm. Besser übervorsichtig, als nochmal Schäden anzunehmen. Gut, dann nehmen wir den Haken und ziehen ihn erstmal runter. Der rollt hier runter bis zur Kante, wie weit er kann. Dann müssen wir ihn schnappen. Und eben korrekt anbinden. Ich hoffe mal, das ist wie gesagt von der Länge reicht. Es wäre super ärgerlich, wenn ich jetzt noch nach oben müsste und noch ein Stück zurücksetzen müsste, nur um da ranzukommen. Aber ich denke mal, das Spiel wird nicht so asi sein, das für notwendig befinden. Es müsste ja gleich da vorne irgendwo sein. Ja, komm. Gut. Extra Loot tut immer gut. Jetzt gucken wir uns noch ein ganz bisschen hier um, bevor ich jetzt das nach oben ziehe, ob hier noch irgendwas anderes war. Ich glaube aber nicht, ne? Auch darüber hinaus rechts nicht. Ich müsste eh noch ein Stück wieder nach rechts. Ist schon okay. Hier kann ich wahrscheinlich nicht. Doch, hier kann ich. Okay, ich kann da minimal rein, aber nicht tiefer. Ich frage mich, was das für ein Kunst. Ja, gut, hier sind teilweise auch wieder Wände und Mauern. Okay. Das wäre noch größer als gedacht, aber so krass groß ist es auch nicht. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Ich glaube, viel mehr ist hier nicht. Und ich möchte jetzt einmal diesen Crate hochziehen. Auf hochziehen gegangen, ne? Ich kann gerade keine Pfeile sehen, da konnte ich nicht, weil das so blendet. Wir können jetzt auch wieder Gas geben in der Zeit, aber ich will das nicht fahren, während ich was einziehe. Das geht wahrscheinlich problemlos, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Dass noch irgendwas kaputt geht oder wir das Ding doch nicht richtig mitbekommen. Ich hoffe, er hängt nicht irgendwo fest. Das könnte nämlich sein. Ich glaube, der hängt fest, oder? Ach komm, nicht im Ernst. Obwohl, er zieht ja eigentlich konstant, er kann nicht festhängen. Nee, da ist es schon, okay. Gut. Und was haben wir da? Einmal Brennmaterial. Na gut, das ist jetzt nicht der Wahnsinn. Ich frage mich, ob es das wirklich wert ist, so viel Umstand für Brennmaterial, aber vielleicht bin ich irgendwann froh, so viel übrig zu haben. Ich schätze auch mal, dass diese großen Kartons oder Pakete, die man schon bekommt, wahrscheinlich besonders gutes Brennmaterial sind, also auch entsprechend lange halten. Du bist immer noch einigermaßen feucht. Nee, ne? Doch, ja. Ich werde trotzdem einfach mal sicherheitshalber, weil ich gerade Ruhe habe, die Pflanzen nochmal gießen. Ich habe gerade nichts Angst, was wichtig wäre. Gleich können wir in Ruhe weiterfahren. Ich würde gerne die Pflanzen nochmal gießen. Einfach so, weil es geht.
Gut, war aber nicht nötig. Gut, aber wir haben es wenigstens versucht. Das ist die Hauptsache. Dann können wir im Grunde weiterfahren. Wir bleiben beim entsprechenden Antrieb. Weil ich glaube, der Sturm kommt gleich auf jeden Fall. Die Segel sind es nicht mehr wert, jetzt rauszuholen. Nein, was? Ich hasse die Tatsache. Ich hasse es wirklich, dass der Schlauch da hängt. Ich wünschte, er würde auf der rechten Seite hängen. Jetzt, wenn ich ihn rüberschleppen müsste zum Tauchen, das muss ich nicht so oft machen wie abkühlen. Und abkühlen passiert so oft, dass du dann den Motor dann mitkühlst. Das ist ein bisschen ungünstig, finde ich. Ja, klar, kann man ein bisschen geschickt das hinkriegen. Aber darum geht's nicht. Es kann halt passieren, das ist unnötig. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass die Energie, die gespeichert wird, bleibt. Das wäre nämlich sehr praktisch. Dann müssen wir nämlich auch gar nicht mehr so viel antreiben jetzt. Da könnten wir das sozusagen... Nee, scheiße, ich habe gerade gesehen, sobald man wieder runterfällt, geht der Schalter wieder hier zu. Das ist schlecht, schade. Hätte man es mich schon aufsparen können, ne? Für den richtigen Moment. Aber dem ist wohl nicht so. Dem ist wohl keine Option. Gott, wie lange das noch ohne Sturm hochgegangen wäre. Das ist so ärgerlich, ne? Egal. Da ist auf jeden Fall ein Sturm. Und jetzt geht er, glaube ich, auch los. Ich habe nur wieder vergessen, nachzufüllen. Was mich auch wieder Kraft kostet, das weiß ich. Schon okay. Es schreit jetzt oben schon, ich höre schon prasseln. Oh ja, wir sollten das Dach zumachen, ne, wenn es so offen ist. Ich weiß zwar nicht, ob das einen Unterschied macht, weil ich glaube, das ist ein Glasdach, ne? Aber was soll's. Man kann's halt. Der zweite Sturm, diesmal ohne Segelschäden, das freut mich. Der Wellengang ist aber noch heftiger letztes Mal, oder? Mein Gott. Aber die Sachen, die man auf dem Boden liegt, die bleiben ziemlich gut liegen. Überraschend gut. Hätte ich so gar nicht erwartet. Meine Spieluhr hier meine ich hauptsächlich, ne? Din. Unser einziger Trost auf der rauen See. Nur wir, Mathilda und eine Spieluhr. Das wollte ich natürlich nicht. Oh. Was war das? Ein Blitzschlag? Aber nicht schlimm, oder? Keine Schäden. War wahrscheinlich einfach nur ein Blitzschlag, aber weil wir kein Siegel draußen haben, war das schon okay, denke ich. Land in Sicht in der Ferne, sieht fast so aus. Doch, hier sind Schäden entstanden. Okay, ich werde mal eben kurz reparieren. So, eine Aufladung hier noch. Wir noch eine Reserve, also alles cool. Oh, ja, da hinten ist was. Sieht ordentlich aus.
Wieder ein Blitzschlag. Wieder Schäden. Da kann ich nichts gegen machen, oder? Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob ich was falsch mache, aber diese Blitze, die treffen mich einfach und machen Schaden. Vielleicht ist das normal. Das ist nur ein riesiges Schiff. Ich will den Hebel nicht. Man kann den Hebel betätigen, während der Schlauch nahe. Das ist immer so ungünstig, so. So, jetzt habe ich nur noch ein Reparaturding, aber das ist noch voll geladen. Das dürfte ja okay sein. Nein. Kann ein bisschen übel werden. Oh, nur ein bisschen. Wieder ein Blitzschlag. Ich denke, da, ja gut, ich könnte was dagegen machen. Ich könnte tauchen. Ne? Das ist, was ich nicht mache. Ich könnte halt einfach tauchen. Und dann hätte ich das Problem nicht. Das ist mein Fehler. Man hätte den Stuhl, wenn man sowieso Antrieb nutzt, einfach unter Wasser verbringen sollen. Ne? Das war der Sinn der Sache, das habe ich nicht gemacht. Ja gut, wieder gelernt, wieder im Nachhinein, wieder zu spät. Ich werde jetzt nicht mehr runtergehen. Weil wir den Stuhl gleich eh verlassen, offensichtlich. Ist mir jetzt egal. Ich zahle halt mein Lehrgeld und gut ist. Ich hoffe, es kommt kein Blitzschlag mehr. Aber ja, wir hätten abtauchen sollen. Und das wäre definitiv besser gewesen. Sollten wir nochmal einen Sturm haben, weiß ich Bescheid, ne? Ich hab's halt auf die harte Tour gemacht, wie im ersten Teil. Der Sturm ist durch. Ich würde sagen, da es noch windet, machen wir den Ofen aus hier. Ah, ich kann zu vorne bleiben. Und dann spannen wir die Segel wieder. Ja, das war jetzt wieder nicht die optimale Lösung, aber wir haben es irgendwie geschafft. Gut, dass ich noch so viel Reparatur übrig hatte. Und jetzt auch noch ein bisschen habe. Mathilda muss einiges mitmachen unter meiner Führung. Das bleibt nicht aus. Wir erreichen auf jeden Fall einen neuen Ort. Ich sollte vorsichtig im Segel bleiben. Ich will ganz kurz wegen Sonar gucken, ob da schon jemand meldet. Scheinbar nicht. Gut. Doch jetzt gerade, in dem Augenblick, wo ich noch geguckt habe. Aber ein bisschen weiter vorne ist es noch. Das heißt, wir fahren noch ein Stück. Jetzt sehe ich es nicht mehr, doch da unten immer noch, okay. Komme ich da gleich weiter? Ne, auch nicht mit Segel auf jeden Fall. Segel einholen. Aber hier ist ja eh was, oder? Das ist so nah, mehr sogar hinter mir mittlerweile was. Das heißt, ich muss runter ins Wasser. Weil ich nehme alles mit. Wenn ich eins gelernt habe, dann dass wir immer alles mitnehmen sollten.
Das heißt, wir gehen erstmal nach links runter. Da ist nämlich irgendwas. Oh, oh, nice. Wahrscheinlich bist du das. Bisher war immer nur eine Sache drin, aber hey, besser eine Sache als keine Sache. Das ist schon okay soweit. Ist es denn das, was ich auf der Karte, also dem so nah gesehen habe, was ein bisschen weiter hinter uns liegt? Oder ist hier noch was anderes gewesen? Ich glaube nicht, ne? Hier sieht es schon sehr nach sinnloser Freifläche aus. Ne, ne, da war nichts. Gut, dann holen wir das eben hoch und vor uns war auch noch was. Wir können ja schon mal das hier einhaken und vor uns eben gucken. Hat er schon eingehakt? Ja, ne, hat er. Wenn man direkt drüber ist, dann hakt er von alleine ein. Hat er letztes Mal auch. Jetzt zieh ich schon mal hoch und dann gehe ich runter. Guck nochmal weiter. Ich meine, ich gehe stark davon aus, dass ich nicht dabei sein muss. Es wird schon nicht despawnen. Das wäre schon sehr ätzend, aber... Nee, und sowas möchte ich dem Spiel nicht zumuten, dass sowas passieren könnte. So, ich habe noch was anderes gesehen. Auf dem Sonar, was weiter vor uns lag. Also womöglich irgendwo hier. Womöglich aber nicht hier unten. Oder ich muss hier sogar rein. Jetzt bin ich mir ziemlich unsicher, aber das sieht nach einem wichtigen Gebiet aus. Fast schon. Ja, hier können wir sowieso rein, ne? Ich glaube, hier müssen wir vielleicht auch rein. Ich guck mal weiter. Vielleicht ja auch nicht. Da ist was zum Aufheben. Ist das der Grund? Ja, das ist tatsächlich der Grund. Gut, dann war es ja gut, dass ich geguckt habe. Wir besorgen denselben Weg zurück, weil ich nicht weiß, ob wir oben überhaupt langkommen. Was haben wir da jetzt eigentlich aufgehoben? Das sieht irgendwie spezieller aus als die meisten Sachen, die wir so aufheben. Hm. Aber würde ich erkennen, tue ich es nicht. Machst du irgendwas, wenn ich dich hinlege? Zappelst. Bist du eine Art Spielzeug oder so? Was ist ein Fisch? Das ist ein Holzfisch. Süß, aber ja, so sehr hängen kann solchen Sachen auch nicht. Die müssen auch verbrannt werden. Die Spieluhr haben uns aufbewahrt. Das war jetzt unser Special Gegenstand schlechthin. Einer muss reichen. Die anderen Sachen müssen brennen. So, jetzt muss ich ein bisschen pumpen, weil ich komme jetzt mit Segeln nicht durch, ohne Schäden zu nehmen. Die möchte ich nicht nehmen. Moment. Fahre ich da nicht dagegen? Ich kann hier aber nicht tauchen, also... Brauche ich den Overcharge, oder? Ah ne, hier ist ein... Ah ne, 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 stopp, 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 stopp. Da ist eine Leiter. Wenn ich jetzt nachgefüllt habe, ist nicht schlimm, da war genug Platz. Auch wenn es nicht geplant war. So nah zeigt uns trotzdem nichts an. Gut, wir müssen da hoch. Wir müssen da auf jeden Fall hoch. Bin mir trotzdem sicher, dass wir da oben Schaden genommen hätten, wenn wir das Ding drinne gehabt hätten. Draußen, nicht drinne. Ah ja. Wieder dieses Banner. Also wieder diese alte Zivilisation, die scheinbar nicht mehr existiert. Offensichtlich. Was machst du? Ich nehme mal an, das Problem ist, dass du dich da oben... Dass wir dich da oben erst lösen müssen. Das sind irgendwelche gewaltigen Kräne hier, ne? Hm. Okay. Schauen wir mal.
Wir laufen ganz kurz hier nach links. Das ist wahrscheinlich völlig sinnfrei, aber ja gut. Hätte ja sein können, dass da was liegt. Auch wenn das runterzubringen jetzt echt umständlich gewesen wäre. Ich hätte es wahrscheinlich nicht getan. So, was machst du? Du drehst das ganze Ding wahrscheinlich, ja? Okay, du drehst das Ding dahin? Das muss ich wahrscheinlich, damit ich da hinkomme, damit ich das lösen kann, ne? Ich kann das wahrscheinlich nicht von oben lösen, ich muss es von unten lösen. Ich gehe trotzdem einmal oben ran. Falls da noch irgendwas ist. Aber ich glaube, hier oben kann man nichts machen. Nee, nee. Gut. Okay, das hört sich jetzt ein bisschen wie eine Falle angefühlt, aber schon in Ordnung. Jetzt bloß nicht festhalten daran. Hätten wir einen schönen Schwung gehabt ins Wasser. So, der Kran ist frei, ja? Das heißt, jetzt müssen wir zurück und den Kran... Eigentlich müssten wir den oben noch verschieben, oder nicht? Bin ich blöd? Oder sollen wir hier vorne irgendwas hochziehen? Wir gucken mal. Wir sollen hier was hochziehen. Okay. Den Weg freiziehen. Okay, da werden wir trotzdem nicht ohne Tauchen dran vorbeikommen. Kranführerschein habe ich gerade bekommen. Super. Da werden wir nicht vorbeikommen, ohne zu tauchen, richtig? Weil das Ding ist immer noch so, dass es uns auf dem direkten Seeweg blockieren würde. Das heißt, wir sind gezwungen, mal wieder zu tauchen. Ich hoffe, wir kämen auch hier gar nicht durch, ohne zu tauchen. Das ist ja schon hier schon nicht mehr möglich. Naja, ich hätte schon viel früher mal wieder machen sollen, hab's nicht getan, also wurde jetzt Zeit. Ja, nimm den Schlauch bitte mit. Steck ihn da oben ran. Sehr gut. Und dann können wir schon mal auch das Feuer anmachen. Wir dürfen nicht zu tief sinken natürlich. Eigentlich gerade so die perfekte Höhe. Wir fahren auch gerade drunter durch. Oh, es sieht fast so aus, als hätten wir es da aber geschafft an der Stelle. Na gut, ich fahre wieder hoch. Gibt keinen Grund, tauchen zu bleiben jetzt gerade. Haben wir hier Wind gerade? Es sieht nicht so aus, außer die Flagge muss erst trocknen. Ich glaube, das ist nicht der Grund. Wir haben gerade eh keinen Wind, das heißt, wir müssen eh Energie geben. Das wollte ich nicht. Das habe ich am Versehen, aber egal. Nicht so schlimm. Nur ärgerlich. Ich hasse das so sehr. Also das ist wirklich... Der Ingenieur, der gehört wirklich geohrfeigt. Wirklich. Da komme ich dann vorbei, naja. Ich finde, der gehört geohrfeigt, seitdem er den Schlauch da positioniert hat. Das ist ja wohl eine Frechheit, oder? Das hat er auch nur gemacht, um mich zu ärgern. Vor allem, weil der andere Hebel auch noch neben ist. Gerade schon ein bisschen unnötig verbrannt, das ist ärgerlich gewesen. So ein bisschen geht mein Brennstoff gerade ein bisschen zur Neige. Was mir weniger gut gefällt. So viel ist sicher. Da hinten sehen wir eben einen gewaltigen Turm in der Ferne. Also kommen wir wahrscheinlich zu einem neuen Ort, wahrscheinlich zu einem neuen Questbereich. Quest sage ich schon, also Rätsel wie auch immer, wie ihr es nennen wollt.
Sonar zeigt uns nichts. Okay. Doch, jetzt zeigt uns aber was. Okay. Ist der schon hinter uns? Jetzt sehe ich es nicht mehr. Bin ich schon dran vorbei? Nee, das ist da vorne noch. Okay. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das Öfchen aus, weil das jetzt so ziemlich direkt unter mir ist. Und wir gucken mal an, was das ist. Ist es in diesem Schiff oder war es links? Hier ist links was. Okay. Ist hier eine Spieluhr? Ich habe eine zweite Spieluhr gefunden. Ja gut, ich habe jetzt eine Spieluhr Asyl gewährt, aber die zweite Spieluhr wird brennen müssen. Das tut mir leid. So, zeigt das so nah sonst noch irgendwas oder war es das? Ich warte noch eben einen Stoß ab. So viel Geduld und so viel Zeit muss sein. Aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Das war natürlich wie üblich nicht gewollt, aber ich lege einfach mal damit, dass es halt passiert. Ich würde ja nicht wollen, hätte auch nicht gedacht, wenn die Eisdecke irgendwann so dick geworden ist, dass wir abtauchen hätten müssen, aber bisher ist das nicht passiert. Ist Wind, ne? Ich fahre die ganze Zeit mit Treibstoff, obwohl hier Wind ist. Klug ist das nicht. Mal aus. Smart ist anders. Wir können auch ein bisschen was sparen und die Segel nochmal setzen. Der Himmel ist so ein bisschen grummelig, aber ich glaube, das ist noch kein Sturmgrund. Es darf auch ruhig mal regnen, ohne dass gleich die Welt untergeht, finde ich. So, gut. Könnte mal wieder ein bisschen Licht für die Pflanze reinlassen. Wo war das nochmal? Ah, da oben. Genau. Die Pflanze hat sich schon ein bisschen ausgebreitet, oder? Ich meine, die ist so ein bisschen mit dem Schiff verwachsen, wenn man so möchte. So ein paar Reben, die werden da hochgeschlängelt. Ja, wer den Wind so schlecht nutzt wie ich gerade, der kommt noch nicht voran, aber das ist schon okay, ich wollte kurz ein bisschen mich umschauen. Ich gehe mal ein bisschen auf den Sonar achten. Wir könnten eigentlich auch bald mal die Folge beenden, ne? Ich würde fast sagen, wir beenden die Folge einfach mal. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.